Hallihallo meine Lieben, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge The Legend of Zelda Majora's Mask. Wir sind zurück da, wo wir das letzte Mal aufgehört haben. Zur Erinnerung, wir haben Dadani den Dritten befreit von seiner Last und der hat uns gebeten, den Goronen zu helfen. Und wir haben eine coole Goronenmaske gekriegt, die setzen wir jetzt mal auf. Die setzen wir schon mal auf. Damit können wir nämlich jetzt krasse Goron-Dinge tun. Moment. Ah, cool. Können auch. Damit kriegen wir ja das Tor auf, oder? Hier ruht Damani. Ich glaube, ich habe gerade Danani gesagt, ne? Damani, der dritte Held der Goron. Dieses Denkmal soll die Erinnerung an seine großen Taten aufrechterhalten. Willst du an seiner Weisheit teilhaben? Aktion. Oh, Auserwählter, durch deine Kraft vermagst du Lasten zu heben, die sonst niemand bewältigen könnte. Und auch dein Herz ist stark, da es mehr als jedes andere von Erbarmen erfüllt ist. Drücke A, um dich bla bla bla. Goronen, die Magie beherrschen und schnell genug rollen, werden Stacheln hervorbringen, um alle Feinde auf ihrem Weg zu besiegen. Goronen versinken im Wasser wie Steine in einem reißenden Fluss. Zu keiner Bewegung fähig werden sie Opfer der Tiefen. Das ist gut zu wissen. Das ist gut zu wissen. Das ist doch hier so ein... Ich hab's mir doch fast gedacht. Ich wollte gerade sagen, das ist doch hier so ein Grabstein wie bei Ocarina of Time, den man wahrscheinlich wieder verziehen. Ist das heißes Wasser? Ist das heißes Wasser? Machen wir mal so. Und so. Du hast die Flasche mit heißem Quellwasser gefüllt. Sehr schön. Cool. Dann können wir doch jetzt damit diese Eisblöcke auftauen, oder? Kommen wir denn da jetzt am besten... War hier sonst noch irgendwas drin? Nee, ich glaube nicht, ne? Ich glaube nicht. Können wir ihn hier auch auftauen? Moment, das testen wir mal. Dann können wir ja gleich wieder reingehen und so das heiße Wasser erholen. Falls es geht oder auch nicht, ne? Mal doch hier einfach mal testen. Ach man. Testen wir das mal. Das funktioniert! Jawohl! Sehr cool. Huch, was ist passiert? Oh, geht es dir gut, Bruder? Du warst im Eis gefangen, aber diese Person hier hat dich gerettet. Im Eis? Ich war... Wirklich? Ich weiß nicht, wer du bist, aber ich danke dir. Gibst du mir irgendwas Cooles? Oh, es ist kalt, ob wir unser Dorf wohl jemals wiedersehen werden? Bestimmt. Gut, dann holen wir mal neues Wasser. Können wir das Wasser eigentlich auch trinken? Oder heilt uns die heiße Quelle? Nee. Gucken. Trinkt er das? Nee, wir kippen das mal aus. Okay. Also bringt uns das so nichts. Zack. Gut. War ein Test wert. Dann. Wo war denn der? Ach Gott. Immer weit. Nee. Will weiter nach oben. Unruhstadt? Kikibernia. Rondorf. Ich brauch die. Das Lied dafür. Das war das hier: Lied der Schwingen. Runter, links, hoch. Damit sollten wir zumindest erstmal runterkommen. Bevor wir jetzt hier irgendwie springen müssen. Bergsiedlung, genau. Aber in der Goronenstadt.
Ah, nee, am Tempel wird wahrscheinlich die nächste Eule sein dann, ne? Naja. Na gut. Bergsiedlung. Bomben. Pfeile. Bräuchte man Herz. Oder eine Fee. Ist das meine Fee? Also hier. Hallo. Aha. Wo waren diese Stelle, wo wir... Die war da drüben. Ja, 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 ja. Da drüben. Was passiert, wenn wir hier gegen den großen Baum gegenbenseln? Wahrscheinlich nichts, oder? Ja. Zumindest so erstmal nicht. Okay, dann hatten wir hier, wie gesagt, eine... Das ist jetzt blöd. Hilft mir das immer noch? Wahrscheinlich nicht, oder? Vermutlich hätte ich nicht teleporten dürfen, oder? Ich wollte nämlich das hier auftauen. Ne. Ach, verdammt! Also wieder zurück. Moment, was ist denn da oben? Und ein Eingang. Okay, da kommen wir aber von hier aus erstmal eh nicht hin. Gut, dann müssen wir da jetzt gleich nochmal hochklettern. Uns neues Quellwasser holen und dann wieder runterkommen. Hilft dir alles nix. Da habe ich ein bisschen, weiß ich nicht, ja, hätte ich wahrscheinlich nicht teleporten dürfen. Nehme ich mal an. Nein, das wollte ich nicht. Mach mich hier rauf. Ah, nee, nee, nee. Warte. Da. Stopp, nicht wieder runterspringen. Hopp. So, ich brauche meine Augen der Wahrheit. Hier hoch. So, wie war das? Wie sind wir geklettert? Rechts, links, rechts war es, glaube ich, ne? Und dann springen wir halt gleich einfach hier runter und hoffen, dass wir dann weit genug mit dem heißen Wasser kommen. So, links, sagte ich, glaube ich. Und dann wieder rechts. Yep. Zack. So, rein wieder. Um uns zum dritten Mal heiße Quellwasser. Ich hoffe, das funktioniert jetzt. Ansonsten müssen wir mal gucken, wie wir sonst weitermachen können. Oder kann ich das vielleicht wegpacken? Dass dann nicht so schnell kalt wird. Oh, vorsichtshalber. Ich glaube zwar nicht, dass er da irgendwas ändert, aber. So. Hm.
Lass mich schnell zu dem Eisblock. Gut. Ah, noch ist es nicht warm geworden. Kalt geworden. Warm sollte es ja sein. Und hier ist auch irgendwo noch eine Truhe. Da müssen wir auch gleich mal gucken. Vielleicht holen wir uns gleich mal noch. Also, sofern wir sie uns denn schon holen können. So. Heißes Quellwasser. Sehr schön, das hat funktioniert. Tschüss. Wasser. Hier unten haben wir noch eine Quelle. Das ist doch gut. Das ist doch gut. Moment, können wir diese Felsen jetzt anheben? Wir sind ja jetzt stark. Sind das so Felsen, die wir jetzt damit anheben können? Nö. Dann nehmen wir uns mal wieder zurück. Und nehmen mal wieder Wasser mit. So. Wo ist denn der Ausgang? Hallo, Ausgang da. Da ist er. Gut, ich glaube, dann müssen wir jetzt weiter Richtung Grondorf. Das war... Ach nee, stopp. Ich wollte gucken wegen der... Au, wegen der Kiste. Die soll... Ist hier. Wir haben ja heißes Wasser, würde ich sagen. Gucken wir mal, was da passiert. Sind wir nah genug dran? Natürlich nicht. Aber wir kommen hier so oder so gerade nicht runter, ne? Okay. Aber ich glaube, wir brauchen den noch nicht. Ich hole trotzdem noch mal heißes Wasser. Die Kiste ist ja, hat man ja gesehen, kurz unter dem Eis. Also werden wir die, würde ich jetzt mal tippen, dass wir die irgendwann später noch holen. Na, noch weiter rein. Zack. So. Auf nach oben. Au. Nee, aber unfair von ihm jetzt. Gut. Ist das da? Das ist, glaube ich, die Tür, die war. Hier steht doch ein Schild. Grundschrein. Bitte sprechen Sie mit. Ja, ja. Ich glaube, den Torwächter brauchen wir gar nicht mehr. Und wir müssten da jetzt so reinkommen. Nicht draufhauen. Stampfen. Aha. Jetzt können wir die Türen alleine aufmachen. Die war noch eine gefrorene Tür. Hier schreit ein Baby. Hier sind auf jeden Fall ein paar Goronen.
machen wir doch mal. Diese Koteletten, bist du nicht der Mani? Wir glauben, du wirst tot, aber du lebst. Wo warst du die ganze Zeit über? Auch der Älteste glaubte, dir wäre etwas zugestoßen, also ging er alleine zum Picky Bernia. Aber jetzt solltest du nach seinem Sohn sehen, bitte beeile dich. Ich bin ja dabei. Hey, 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 Baby. Papi, Papi, mir ist geil, Papi. Der Mani, wo ist mein Papi, wo ist mein Papi? Okay. Ich weiß nicht, ob wir jetzt hier, also können wir jetzt hier noch irgendwas machen? Da unten sind noch Sachen. Nee, ich wollte da hinrollen. Okay, mehr haben wir hier nicht. Die sind Fackeln. Ich denke mal auf die... Ja gut, die hätten sich alle die Ohren zu. Unser Wasser ist wieder kalt. Heißt, wir können das schon mal auskippen. Nee. So, genau, da drüben war noch so ein zu Ding. Mal ganz geschmeidig hier. So, wir brauchen jetzt so oder so neues Wasser. Ich glaube, wir tauchen mal doch den Grund unten auf, oder? So. Hier wieder hoch. Und dann war das... Hier. Genau, den hatten wir ja schon. Und dann tauchen wir den auf. Hoffentlich sind wir jetzt nah genug dran. Ah ja, guck mal. Huch, wo bin ich? Ah, ist schon so spät, ich muss mich beeilen. Hallo? Wie mit dem... Kann er mir... Redet er mir noch irgendwas? Aha. Huch. Oh, du bist der Mani. Aber bist du denn nicht tot? Halluziniere ich etwa? Vielleicht ist das auch nur ein Trugbild vom Gipfel des Berges. Ich wurde zum Narren gehalten. Aber das ist unmöglich. Ich wende mich nicht ab. Ich durchschaue die Illusion. Gleich bist du verschwunden. Was? Mein Sohn weint, weil er mich vermisst? Woher weißt du das? Mein Sohn vermisst mich. Du, vergib mir, mein Kind. Dein Vater muss etwas erledigen. Damani, egal ob du ein Geist bist oder ein Hingespinst, es kümmert mich nicht länger. Wenn du Mitgefühl für meinen kleinen Sohn verspürst, dann wiege ihn sanft mit diesen Klängen in den Schlaf. Lausche den Klang meiner Trommel. Dieselbe Melodie, wo du einst für dich gespielt, als du noch klein warst.
Er hat eine Trommel dabei. Ah, rechts, links. Huch. Lass mich noch einmal spielen. Ah ja, etwa so. Das hat keinen Sinn, ich kann mich nur an den Anfang erinnern. Ich werde dir nur den Anfang beibringen. Okay. Okay, wir haben ein Lied gelernt, aber anscheinend nur das Intro. Du hast das Schlaflied-Intro erlernt. Es gleicht dem beruhigenden Gesang eines bedächtigen Vaters. Ich habe das Lied nicht vergessen, doch kann ich bei dieser Kälte nicht besser spielen. Auf jeden Fall zähle ich auf dich. Okay, okay. Gut, dann... Machen wir uns mal weiter. Nee, nicht runter. Gut, doch. Hier lang. Nach des zweiten Tages, es verbleiben noch 36 Stunden. Hey! Was soll das? Gar keinen Anstand, diese Schneewölfe, ne? Hui, so, jetzt können wir hier ein bisschen... Nein, nein, stopp, 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 stopp! Stopp! Wir tauen gleich das Tor auf. Ich weiß zwar nicht, ob wir das brauchen, aber... Lass mich in Ruhe. Wir machen das auf jeden Fall. Was gab? Und dann holen wir uns noch mal das Wasser. Wasser. Gut, Hammer. So, uns erstmal nicht zurückverwandeln. Dann gehen wir einmal zu dem anderen Tor. Und ballern da die Eisschicht weg. Nee, der ist schneller als wir. In Ruhe. Gar nichts getan. War irgendwo hier drüben, ne? Da vorne. Kann wir denn da schon hin? Ach, da kommen wir nicht ran, oder? Ich probiere es mal. Da soll ja keiner sagen, wir haben es nicht probiert. Okay, bringt nichts. Na gut. Dann können wir schon mal wieder in den Grund zurückfahren. Ich denke mal, mit dem Lied müssen wir jetzt zu dem Baby auf jeden Fall schon mal. Oder, so. Wieso rollt denn da eine Schneekugel nach oben? Wir denken da mal kurz nicht drüber nach. So, und gehen hier rein. Hey, wow. Jetzt hat also die Stacheln. Ja, okay, okay, okay. Ja, Kleiner, ich komme, ich komme. So. Aha. Was war's? Nee. So rum war's. Yeah.
Ihr seht, mein Papa hat es immer für mich gespielt, bevor ich eingeschlafen bin. Ich singe den nächsten Teil. Ich werde die nächste Strophe singen. Ach, rechts A. Ach, rechts, links, A, rechts, links, rechts, A. Es ist so, als wäre Papa hier neben mir. Okay, er schläft. Ich glaube, wir haben damit einen Goron erstmal einen Gefallen getan. Das Schlummerlied-Intro wurde zum goronischen Schlummerlied. Diese Weise hüllt den Lauschen in eine sanfte Stille, während seine Augen wieder schwerer werden. Wir haben alle Goron eingeschläfert. Die Fackeln brennen. Heißt, wir können jetzt die anderen Fackeln draußen wahrscheinlich anmachen. Gut, dass wir ein paar Dekostäbe vorhin mitgenommen haben. Da. Wo waren denn hier noch welche? Irgendwo unten, oder? Ah. Eins. Zwei. Bitte halte durch, Dekostab. Und noch mehr. Schnell. Nein! Haben wir welche vergessen? Dies an. Na, jetzt sind sie aus. Moment, ich muss nochmal. Vielleicht waren wir zu langsam einfach, weil ich den Weg ein bisschen aufgenommen habe. Dann probieren wir es nochmal. So. An. An. Wieso schlafen die eigentlich nicht? Aha. Ja, war mal wohl gerade ein bisschen zu... Gott. Jetzt dreht sich das da oben. Moment, da ist doch so eine Rampe. Müssen wir da jetzt voll gegenrömmeln? Denk mal, da müssen wir jetzt mit Anlauf gegenrömmeln, oder? Hier ist so eine... So eine Rampe. Und dann können wir da... Ich probiere das einfach mal aus. Oh.
Nee, so weit. Gucken wir mal, ob das was bringt. Abfahrt! Wow! Okay. Moment, hier ist irgendwo was. Da liegt was. Was ist das? Hä? Oh. Da sind ja noch mehr von den Dingern. Vielleicht müssen wir die alle kaputt machen? Das ist jetzt einfach nur ein Stück Stein. Da, 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 da. Njum. Das macht ultra Spaß, hier so durch die Gegend zu käsen, ne? Haben wir jetzt hier noch irgendwas? Nee. Will man den Rest dann kaputt? Nehm. Gott. Das kostet. Ah, das kostet uns Magie. Ja, ja, stimmt, da stammt irgendwas. Die können wir ja zum Notfall hier mal kurz auffüllen. Zack. Und Abfahrt. Nächste Runde, nächstes Glück. Abfahrt. Njum. Hi. da liegt schon wieder so ein Stück. Okay. Ich glaube, einer war jetzt noch, ne? Probieren wir das dann noch. Gucken, ob wir den. Wo ist er, wo ist er? Oh nein, 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 nein. Verdammt. Hoch. Lass mich hier hoch. Das macht so viel Spaß. Ah. Moment mal. Ist das. So. Vielleicht. Ich glaube, ich habe eine Idee. Das sieht doch aus wie so. Also, wie so ein Stück Fleisch. Dann nehmen wir das. Moment, hier. Hä? Nee, hier muss ich glaube ich nicht. Glaube, wir müssen das zu dem Typ bringen, der dem Goron bringen, der Hunger hat, oder? Nee, Moment. Was ist der Ausgang? Da vorne ist doch, da war doch der Ausgang. Warum muss ich das jetzt die ganze Zeit tragen? Das ist ein bisschen kacke. Vor allen Dingen müssen wir ja dann aufpassen, dass uns die Viecher nicht dauernd nerven, ne? Ja, genau die Viecher meine ich zum Beispiel. Der Ausgang? Ja. Ja. Wo stand denn der Typ? Im nächsten Screen, ne?
irgendwo auf irgendeinem Felsvorsprung stand der. Und nur so mit dem Quatschen. Naja, laber nicht. Lass mich in Ruhe, du Schneewolf. War der hier? Ja, doch, doch, der war hier irgendwo. Muss nur da hinten, oder? Da über die Brücke? Da oben auf dem... Ja, da ist er doch. Können wir ihm das da hochwerfen? Das ist es. Ich glaube, das muss ein Traum sein. Das feinste Dodongo-Felsenfilet. Das ist mein Lieblingsgericht. Gesegnet sei diese Mahlzeit. Oh, ich glaube, er hat ein bisschen Hunger. Ich fühle, wie meine Lebensgeister zurückkehren. Ich komme runter. Warte einen Moment. Ach. Das reicht ja also, um runterzukommen, ja? Oh, ich habe mich gefragt, wer du wohl sein magst. Und das nicht Damani ist, du bist am Leben? Du musst es wohl sein, deshalb wusstest du auch, was ich am liebsten esse. Oh, fast hätte ich jetzt vergessen, denn dies ist Zeichen meiner Dankbarkeit. Du hast Dongeros Maske erhalten, ein Abbild von Dongero, dem Leiter des Froschchors. Diese Maske sieht so echt aus, dass ich damit jeder sofort einen Froschchor dirigieren lassen würde. Ich hoffe, der Frühling kehrt bald wieder, damit meine Ohren von der Darbietung der Frische verwöhnt werden. Aber ich kann hoffen, was ich will, es ist noch immer kalt, ich kehre ins Dorf zurück. Okay. Müssen wir jetzt lang? So. Können wir hier weiter? Was gibt's denn hier? Vorsicht, Rutschgefahr und Riesenschneekugeln. Dann räumen wir doch da mal ein bisschen. Dämmerung des letzten Tages. Es verbleiben 24 Stunden. Nee! Oh no! Wir sind zu... Okay, wir müssen damit Anlauf rüber. Hä? Aha. Au. Stopp, ihr Schild. Steht da? Zum Picky Berner Tempel. Aber Moment, da stand noch mehr. Sollten Sie Informationen über den Aufenthaltsort der Tempelwache haben, setzen Sie sich bitte mit dem Dorfältesten der Goronen in Verbindung. Ja. Ich hab... Müssen wir da mit Schmackes gegenrollen, um die kaputt zu machen? Aha. Dass man nicht der Tempel ist. Und wenn wir hier mal keine Eisriesen sehen. Und wenn da mal nicht eine Eulenstatue ist. Die wir als allererstes erstmal aktivieren werden.
Gut. Und dann würde ich sagen, machen wir an der Stelle Schluss für heute. Und gucken dann beim nächsten Mal weiter. Ich werde, glaube ich, zwischendurch nochmal zurücksetzen. Also die Zeit zurückspulen, sodass wir hier im Tempel wieder mit neuer Sache rangehen können, oder? Jo. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Einschalten. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Habt noch einen schönen Tag. Haut rein. Bis dann. Tschüss.